Hallo meine Lieben, willkommen zu einem kleinen Mini-Vlog. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video bei Family Fun. Heute ist zwar nicht unser Upload-Tag, aber es ist bei euch Freitag und bei mir Donnerstag. Wir reisen heute vom Kinderhotel hier ab von Österreich. Und es ist schon leider nach 2 Uhr nachmittags. Ich habe ein bisschen an meinem Laptop arbeiten müssen für meinen türkischen Kanal. Videos schneiden und so weiter. Und Milei ist die Tiere noch füttern. Und wir trinken unseren Kaffee und Kuchen. Und dann reisen wir so um 4 Uhr ab, denke ich mal. Also wenn ich mir diese leckeren Kuchen hier entgehen lassen würde, das wäre doch schade. Guckt mal, so leckere Sachen. Also die muss ich noch nehmen als Stärkung für unterwegs. Dann noch ein bisschen Obst. Mei wird auch noch Kuchen essen, wenn sie kommt. Ja. Das kommt aus dem Eistee-Ding raus. Probier mal. Ja, das riecht nach Eistee, aber schmeckt überhaupt nicht nach Eistee. Hast du es auch genommen? Nein, ich habe es anders genommen. Hast du da von hier probiert? Ich glaube schon, das ist von anders geworden. Also Milei, gibt es für euch auch noch Stärkung? Wir wollen frei fahren, Mädchen. Willst du gar nicht heimfahren? Nee, gell? Das glaube ich dir. Ich bin die Sarah vom Halloween-Video. Genau, das ist die Sarah, Mileis Freundin hier. Die mich als Hexe verkleidet hat. Genau. Ich hoffe, die haben das Video angeschaut auf Mileis Welt, gell? Und ich sage, hallo, ich bin Sarah. Hallo, ich bin Iman. Hallo, ich bin Milei. Hallo, ich bin Sarah und meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ich bin Iman und meine Lieblingsfarbe ist hellblau. Hallo, ich bin Milei und meine Lieblingsfarbe ist grün. Also bei dir ändert sich die Lieblingsfarbe andauernd, oder was? Alle 3 Monate? Ich hatte doch auch grün. Ich hatte doch immer schon grün. Aha. Hallo, ich bin Sarah und ich bin 9 Jahre alt. Wer will die Hallo, neue Puppe ich bin haben? Iman. Und ich bin 7 Jahre alt. Hallo, ich bin Milei. Ich bin 8 Jahre alt. Wer will die neue Puppe haben? Wer will meine Puppe haben? Wer will meine haben? Ich will alle 3 Puppen haben. Habt ihr gesehen, was für Spielchen die Kinder hier sich einfallen lassen? Die gehen immer hier in den Fitnessraum mit den Eltern von Iman und Sarah und lassen sich so kleine Spielchen einfallen. Und ich habe mal gedacht, das muss ich für euch mal filmen, weil die so kreativ sind und so schön gespielt haben. Hier habe ich die Szene für euch noch eingefangen. So, Milei nimmt noch ihren Kürbis mit, den sie im Happy Club geschnitzt hat. Also, wir sagen Tschüss Seidenalm. Es war wieder mal sehr, sehr schön. Milei mit ihrem Kürbis in der Hand. Nimm mal als Andenken mit. Und jetzt dürfen wir, wie viele Stunden fahren? 4. Oh, 3,5 Stunden. 4. Schauen wir mal, wie viel mal wir halten müssen unterwegs. In 5 Minuten sind wir zu Hause. Aber ich sage euch, bei Dunkelheit Autofahren ist das Schlimmste, was für mich gibt. Da muss man sich so konzentrieren. Also ich glaube, ich fahre nicht mehr, obwohl ich wollte heute früher fahren. Ganz schön eine Menge Verkehr haben wir gehabt. Jetzt freuen wir uns auf den Papa. Yeah, Papi! Nimmst du den Kürbis gleich mit? Ja. Okay. Wo ist die Kira? Wo ist die Kira? Ja, hallo! Ja, hallo! Ja, hallo! Ja, 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 ja. Mein Schatzilein kocht für uns. Sieht schon mal. Der kann das, wenn er will. Er kann. Ja, Fertigpüree und. Ist doch egal. Anbraten, das könnte auch jeder. Aber trotzdem ist doch toll, dass du für uns kochst. Also jetzt muss ich die Kamera wegtun hier. Nachspeise habe ich auch noch gemacht. Und dann muss ich euch noch was erzählen. Wir haben hier auf dem Weg hierher 20 Kilometer, bevor wir bei uns hier angekommen sind auf der Autobahn, Sally und ihr Team getroffen. Die sind mit ihrem, Kombi, also das große Auto da, Sallys Zeichen drauf, Sallys Tortenwelt, sind die an uns vorbeigefahren
Und dann habe ich zu Millet gesagt, Millet, guck mal, Sallys Tortenwelt. Und sie so, wo? Und die waren schon weg. Die sind so schnell gefahren und ich habe dann überholt, bin mit 170, 180 durchgedüst, habe sie überholt und Millet hat sie kurz gefilmt mit meinem Handy. Und da war Licht an, hat man gesehen, dass ihr Team drin sitzt. Ja. Ja, also die sind halt sehr groß mit ihrem Team. Mit 6, 7 Leuten sitzen sie da rum, nicht wie wir. Und Millet hat gesagt, Mama, ich will auf unserem Suzuki Millets Weltzeichen haben, wie Sally. Hast du gehört? Und wundert euch nicht, dass ich da so im Nebel bin. Mein Fahrrad wieder... Die Linse. Die Linse, sag ich wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Sieht ein bisschen besser aus. Ja. Aber da ist immer noch... Da ist ein bisschen noch dreckig. Meine Augen sind... Das weiß. Okay. Ich habe schon gesehen in dem letzten Vlog, da ist auch so ein Nebelschleier drin. Immer, weil hast du mal meine Frau anschaut? Irgendwie immer schafft, auf die Linse vorne drauf zu tappen und putzt sie. Papa, das ist immer das Erste, was halt ich mache, wenn ich die Kamera nehme. Ja. Vor dem Putzen. Bei mir ist egal. Hauptsache man sieht uns, gell? Also uns guten Appetit jetzt. Oder? Was? Irgendwie so ein bisschen... Schief? Schmeckt es dir, Millet, Papas Essen? Außer Spinat. Außer Spinat magst du nicht. Und das Spezi Energy ist Papas Getränk, gell? Ja, also bitte keine bösen Kommentare hier wieder. Eigentlich am Gian. So Leute, Mama ist jetzt back at home. Ja, Gian ist auch back at home. Schaut, ich weiß nicht, Duki habe ich wieder. Oh. Doch, schau mal, Sanjan. Bestimmt auch. Sanjan ist dein. Ab jetzt heißt es nicht mehr selber essen machen. Was? Du hast selber essen gemacht? Stimmt gar nicht. Robert hat gesagt, er hat andauernd Pizza für dich bestellt. Einmal. Echt? Oh, du arme Junge. Ich erzähl Sachen, gerade vorhin gesagt, am ersten Abend habe ich Pizza bestellt und dann nichts mehr. Ich schwöre, ich habe mich nur von Sucuk ernährt. Ist doch gut, ich esse. Auch wenn ich da bin, isst der doch Sucuk, oder? Also von daher ist doch egal. Schaut mal, meine Lieben. Der Silas ist gleich gekommen und begrüßt mich hier. Der Smokey, der kommt bestimmt irgendwann in der Nacht. Mit dem kannst du nicht auskommen. Hast du mich vermischt? Ich hab dich auch vermischt, ja? Ja, so vermischt. Jetzt habe ich Büsse bekommen. Sag mal hallo. Sag mal hallo, Frau Liz, wieder zu Hause. Ist du eine süße Maus? Was sagt sie dazu? Oh, meine Schnucki, meine treue Seele. Jetzt kannst du gehen. Komm, ab mit dir. Pah, hab ich überall Haare. Egal. Bin das sehr gewohnt. So, meine Lieben, ich beende hier meinen Vlog. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber wie gesagt, die Fahrt war schon anstrengend für mich. Die ganzen Autos, Lichter, LKWs und ich sehe ja die Ferne nicht so und das hat meinen Augen auch ein bisschen strapaziert und deswegen möchte ich gleich ins Bett gehen. Ich hoffe, unser kurzer Vlog hier hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen, wie wir nach Hause reisen, dass ihr auch wisst, ich bin zu Hause angekommen, bevor wieder ein anderer Vlog kommt oder Video kommt. Sonst sagen dann viele, hä, ihr wart doch jetzt gerade im Hotel oder ihr seid im Hotel. Wie geht das, dass du jetzt zu Hause bist oder so? Also wir sind wieder zu Hause, Urlaub ist vorbei und ich freue mich wieder daheim zu sein, bei Gihan, bei meinem Mann, bei unseren Haustieren und so weiter. Und es ist immer wieder schön, wieder nach Hause zu kommen. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen für uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.